Hallo, hier ist Silvana und herzlich willkommen in der Bergischen Stempelhütte. Heute melde ich mich bei euch mit einem Projekt und zwar ist das eine Schachtel. Die ist aus dem neuen Frühjahr-Sommerkatalog und heißt Schachtel voller Liebe. Die habe ich jetzt einmal für euch vorbereitet. Das ist mein erstes Muster und zwar habe ich mich hier irgendwie verrechnet beim Designerpapier, ich weiß auch nicht. Manchmal ist der Wurm drin, dann klappt es irgendwie nicht. Ja, mache ich jetzt bei dem anderen natürlich richtig und sage euch auch die richtigen Maße dazu. Hier habe ich jetzt dekoriert, ist es nicht mit dem Set, was eigentlich dazugehört. Das ist eine ganze Produktreihe. Da gehört, das ist eigentlich aus diesem aus der Produktreihe für den Valentinstag. Ich habe aber ein anderes Stempelset dazu genommen. Da sage ich euch gleich dann mehr zu. Diese Schachtel lässt sich verschließen mit einem Magneten und zwar ist er von innen angebracht, so dass man den außen gar nicht sieht. Das fand ich ganz praktisch, weil man dann hier außen gar nichts beachten muss, die Lasche nicht irgendwie in die Dekoration mit ja nicht unterbringen muss und so fand ich das ganz gut. Man hat die ganze Fläche frei. Ich habe, als ich das fertig gebastelt hatte, lag da irgendwie so ein Duplo in der Nähe und ich habe gedacht, probier es mal aus. Das war jetzt gar nicht dafür ausgelegt, aber es passt super rein. So, oben noch so ein Zentimeter Luft und ich denke mal, drei nebeneinander passen da auch sehr gut rein. Aber da wird auch noch ganz vieles reinpassen, was euch einfällt. Also da bin ich mir ganz sicher. Was auch reinpasst, das ist eine Produktreihe hier, da ist dieser Umschlag jetzt raus, der ist aus dem neuen Frühjahr-Sommerkatalog. Da sage ich gleich auch noch was zu. Die Karte passt jetzt natürlich überhaupt nicht. Aber die ist halt in so einem Umschlag drin. Ja, der die Größe hat, dass er genau und exakt hier reinpasst. Man könnte also auch, die gibt es auch extra. Also man kann die auch im Katalog kaufen. Die sind bei der Produktreihe auf der Seite, wo ihr diese Schachtel findet, sind auch die Umschläge und die Karten. Das ist ein Set und die sind im 20er-Set, also 20 Karten und 20 Umschläge. Da könnte man jetzt natürlich auch, die sind allerdings nicht mit diesen schwarzen Streifen, sondern einfach nur flüsterweiß, könnte man jetzt natürlich auch so ein paar Stück basteln, die natürlich zur Deko passen sollten und hier reintun und dann verschenken, sodass derjenige immer eine schöne Karte zur Verfügung hat. Ja, dann zeige ich euch mal, wie es funktioniert. Viel Spaß dabei. So, als erstes habe ich mir die Schachtel selbst ausgestanzt. Und zwar, das ist das Set, Quatsch, das ist das falsche Set. Wo ist es? Da ist es. Das ist das Set, Schachtel voller Liebe. Und zwar braucht ihr dieses Framelit zweimal. Das ist die Schachtel. Ansonsten braucht ihr für dieses Projekt aus diesem Set nichts. Zweimal aus schwarzem Farbkarton. Dann habe ich ein Stück Puderrosa. Man sieht nicht wirklich, dass es Puderrosa ist. Es ist aber Puderrosa. Das hat die Größe 12,1 mal 7,3. Und dann ein Stück Designerpapier. Das ist auch aus dem Frühjahr-Sommerkatalog. Das ist diese Serie. Und zwar ist es diese hier, das sind diese ganzen schwarz-weißen Sachen. Und heißt Blütenfantasie. Und da habe ich mir dieses Design ausgesucht und das hat eine Größe von 11,5 mal 6,7. Das sind auch schon die einzigen Maße. Alles andere wird ausgestanzt und ja, da braucht ihr dann keine Maße für. So, dann habe ich mir ausgestanzt ein paar Dinge zur Dekoration. Und die sind alle, jetzt kommt das, die sind alle aus dem Set Blütenblätter und Co. Da habe ich ausgestanzt einmal diesen wunderschönen Zweig, beziehungsweise den habe ich mir zweimal ausgestanzt aus Farngrün. Ich weiß allerdings auch nicht, ob ich den zweimal brauche, da gucke ich gleich. Dann habe ich mir ausgestanzt den Vogel aus dem Set Blütentraum. Den habe ich mir einfach in Memento aufgestempelt auf Flüsterweiß und dann mit dem passenden Framelit, das ist dieses hier, einmal ausgestanzt. Dann habe ich diese Blüte. Das ist, ups, hallo. Das ist die hier.
Die habe ich zweimal aufgestempelt mit Schwarz und habe die leicht koloriert, wie sage ich euch gleich. Und auch ausgestanzt mit diesem Frame-It. Und dann habe ich noch dieses hier gebraucht, diesen Banner für den Spruch zum Schluss. So. Den Spruch, da sage ich gleich was zu. So, diese Blüten habe ich, wie gesagt, in Memento aufgestempelt und habe die koloriert. Es gibt ja keinen Aquarellstift in Puderrosa. Es gibt einen Stamping Blend Stift in Zartrosa. Den hätte man nehmen können, den habe ich aber noch nicht. Daher habe ich mir, also man hätte es jetzt noch mit einem Mischstift machen können und dem Stempelkissen oder mit einem Wassertankpinsel. Ich habe mir aber diesen Aquarellstift genommen. Und zwar ist das Flamingo Rot. Der ist ja in diesem regulären Set gar nicht enthalten. Der ist aus dem Frühjahr-Sommer-Katalog. Da gibt es dieses Kartenset, Gruß und Glück, das kann ich euch sehr ans Herz legen, vor allen Dingen denjenigen, die vielleicht gerade erst starten. Und zwar ist das ein Set für 20 Karten, kommt in so einer schönen Box und da ist alles enthalten, was ihr braucht. Sogar das Stempelset, was wirklich sehr, sehr schön ist, mit vielen Sprüchen für alle möglichen, ja, das ist überwiegend, ich bin immer für dich da, das kann, ja gut. Eine Trauerkarte würde ich es jetzt nicht nehmen, dafür ist es einfach zu fröhlich geschrieben. Aber Geburtstag, Hochzeitstag könnte ich mir vorstellen. Einfach, wenn ich jemandem Glück wünschen möchte. Also das, da kann man wirklich viel mit machen. Und da sind halt eben auch diese beiden, vier Aquarellstifte bei. In Flamingo-Rot. Jetzt muss ich nochmal eben gucken. Bevor ich irgendwas Falsches sage. Doch, Flamingo-Rot, Himbeerrot, Limette und Olivgrün ist dabei. Und Limette und das Flamingo-Rot ist halt exklusiv. Die sind nicht in den normalen Aquarellstiften mit drin, sondern die gibt es jetzt nur hier. Also eine ganz schöne Sache. Und das habe ich jetzt benutzt. Flamingo Rot ist an sich ein bisschen kräftiger. Ich habe das nur ganz leicht koloriert, so ganz leicht aufgedrückt. Dann kriegt ihr da so einen schönen Rosaton hin. Und ich mache da auch nichts weiter mit. Man kann das mit Mischstiften noch so ein bisschen anlösen und verteilen. Dann habt ihr das wahrscheinlich noch ein bisschen weicher. Muss aber nicht sein. Und die Blätter habe ich ausgemalt mit den Aquarellstiften in Olivgrün. Auch nur ganz leicht gedrückt, damit es nicht so kräftig wird. Und wie gesagt, Farngrün habe ich jetzt dazu genommen und dadurch, dass ich hier nicht festgedrückt habe, passt das super zusammen. Fällt also nicht auf. So, dann beginnen wir heute mal mit der Deko. Ich setze mir als allererstes dieses ganze Teil zusammen, damit ich es am Ende nur noch hier draufkleben muss, weil wenn die Box zusammengesetzt ist, ich finde es schwierig. Man könnte es auch noch machen, bevor man die Box letztendlich komplett zusammenklebt. Ich mache das jetzt aber einmal komplett fertig und dann brauche ich am Ende nur noch das ganze Teil auf die Box zu kleben. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das vorstelle. So, ich klebe mir das Designerpapier mit Tombow auf den Farbkarton. So, dass wie immer ein kleiner Rand stehen bleibt. Möglichst gleichmäßig. Ja. Das geht auch wirklich, wenn ihr euch das alles vorbereitet. Ratzifatzi. So, dann klebe ich das Stickmuster oval auf das Schwarze. Und hier muss ich jetzt einfach mal gucken. Bei dem ersten habe ich mir das auseinandergeschnitten.
Jetzt möchte ich das mal im Ganzen lassen. Ich schneide mir nur Schere. Ja, ich schneide mir nur hier unten so ein bisschen von dem Blütenzweigen weg. Ja, das untere Stück. Ja, ich glaube, so ist ganz gut. Und dann kann man jetzt natürlich auch den Präzisionskleber verwenden, aber ich mache mir hier nur punktuell Tombow drauf, weil das darf ruhig ein bisschen abstehen. Das muss da jetzt nicht so plan drauf geklebt sein. Und natürlich könnt ihr auch die Mehrzweck-Klebeblätter verwenden. Das wäre wahrscheinlich die einfachste Variante. Aber dann klebt es halt feste und es klebt überall. Und ich möchte, dass das so ein bisschen teilweise auch noch absteht. Obwohl, na jetzt klebt es auch fest. Naja. Gut. Jetzt klebe ich als erstes den Vogel dafür. Na komm her. Nehme ich mir zwei Dimensionals. Ich überlege gerade nicht, ich nehme mir nur einen in die Mitte, damit ich gleich noch die Zweige drunter schieben kann. So, und den klebe ich dahin, wo es mir gefällt. Jo. Und auf die Zweige mache ich auch nur unten so ein bisschen Tombow und schiebe mir die einfach so hinter den Vogel. So ein bisschen festkleben. Wie gesagt, das Ganze darf auch noch ein bisschen abstehen, damit es so ein bisschen dimensionaler aussieht. Das auch. So. So gefällt mir das schon ganz gut. Und jetzt klebe ich mir das dann auch mit Dimensionals hier drauf. Ich möchte es ein ganz kleines bisschen höher als mittig, wegen dem Spruch, der da noch kommt. Und den ziehe ich mir über mein Falzbein, da ist es, meine Güte, einmal ein bisschen übers Falzbein, so von der Mitte her nach außen und dann nochmal die Enden in die Gegenrichtung, damit ich mir das so aufkleben kann. Da kommt jetzt auch unter jedes Ende rechts und links ein Dimensional drunter. Dann klebe ich mir das hier so ein bisschen gebogen drauf. So, das ist die ganze Deko. Ich gehe jetzt noch hin und nehme mir den Wink of Stella. Na, du gehst mal aus dem Bild. Der Müll kommt auch mal erst weg. So, Ordnung muss sein. Nimm mir den Wink of Stella und mal die Blümchen noch so ein bisschen an. Glitzern mir die noch. Man kann auch den Vogel noch so ein bisschen beglitzern. Mir reicht das so. Dann, holla, siehe unten. Dann nehme ich mir noch meine mein Strassschmuck und klebe mir da auch noch ein paar Steinchen auf, wenn sie denn wollen. Weil, wisst ihr ja, Bling Bling geht immer. Und gehört auch irgendwie
mit dazu zu so einer hübschen Karte, finde ich. Karte, Deko. Und jetzt machen wir uns an die Schachtel selbst. So, das ist ja alles vorgefalzt. Das falzen wir jetzt einmal nach. Das ist ein bisschen vorsichtig, weil das ist nicht so stark gefalzt, wie ihr es euch jetzt in der Wortfindungsschwierigkeiten am Papierschneider machen würdet mit der Falzklinge. Güte. Da falzen wir einmal einfach alles nach. So, alles nachgefalzt, jetzt kleben wir es uns zusammen. Dafür nehme ich doppelseitiges Klebeband. Musst du nur mal den Anfang finden, da. Und klebe mir das hier ziemlich nah an den Rand. Auf einem der beiden Schachtelteile allerdings nur. Und jetzt klebe ich das versetzt zusammen. Es muss ja auf jede Seite ein Verschluss und deshalb versetzt. Und zwar löse ich mir ein Streifen und klebt es so. Ich weiß, bei Schwarz ist es ein bisschen schwer zu sehen, aber wenn ihr das vor euch liegen habt, sollte das klar sein. Klebt es einmal so aufeinander. Dann löse ich mir den zweiten Klebestreifen und dann kann ich das einfach hier so umfalten. Und dann sollte es eigentlich exakt zusammenpassen. Ich klebe mir die Unterseite zu, damit da auch nichts rausfällt. Dazu mache ich hier in die Rundung, auf die Rundung ein bisschen Tombow. Stecke das vorsichtig hier rein, damit ich mir nichts verschmiere. Und dann gehe ich nochmal mit dem Falzbein rein und drücke das unten ein bisschen fest. Jetzt habe ich es mir wieder aufgedrückt. Das sollte nicht. So. So, das sollte halten. Jetzt kommt mein Magnet. Und zwar habe ich mir jetzt die selbstklebenden Magneten genommen. Und normalerweise ist es ja so, dass die auf der... Nein, doch, hier klebt es mit beiden Seiten. Tatsache. Das ist wahrscheinlich egal. Ich habe gedacht, Mann. Nee, also das ist wichtig, dass die auf ihrer Klebeseite aneinander haften. Weil ich klebe mir jetzt, normalerweise kennt ihr es ja so, dass ihr die Schachtel so zumacht. Ich möchte aber diese Lasche gar nicht von außen sehen. Ich möchte die innen haben. Und so klebe ich mir jetzt den Magneten, dass die von innen schließt. Das heißt, der kommt jetzt einfach... Mal kurz überlegen. Genau, der kommt jetzt hier drauf. Dann mache ich den zu. Jetzt müsste der, jetzt klebt es doch der falsche. Jetzt habe ich euch Blödsinn erzählt. Also, es ist wichtig, dass der Magnet wird hier drauf geklebt. Das heißt, der kommt ja gar nicht mit der Klebeseite hier nach oben. Ihr müsst so die Magneten zusammen, also klebt am besten einfach mal einen drauf und dann nehmt ihr euch eure Magnete und guckt, welcher jetzt drauf haften bleibt. Der muss mit der Klebeseite nach unten, der ist es nicht. Der ist es auch nicht. Der ist es. Hinterher habt ihr wahrscheinlich ganz viele Paare, die irgendwie nicht mehr zusammenpassen, aber es müsste sich dann eigentlich irgendwie wieder aufheben. So, ich löse mir jetzt einfach den Kleber ab, drücke das hier gut rein, damit es in der richtigen Position ist und lasse das hier drauf schnacken.
klebt es schon ein bisschen, dann macht ihr es euch nochmal auf und drückt es nochmal ordentlich fest. Und dann sollte das halten. Und dann könnt ihr das ganz einfach hier so ein bisschen drunter drücken und dann kann man das super öffnen und schließen und man sieht von außen nichts. So, jetzt kommt die Deko schon drauf und dazu klebe ich mir hier. Ich hätte es wahrscheinlich doch hinterher machen sollen. Na egal, wir kriegen das jetzt auch so hin. Kleben uns jetzt hier doppelseitiges Klebeband drauf. Einmal ringsrum, das mache ich. Ich könnte es jetzt auch mit Tombow kleben, dann wäre es überhaupt gar kein Problem. Aber ich möchte das, weil es ja doch ein bisschen höher ist durch den Magneten, dass es gut hält. Ohne dass ich es überall mordsmäßig festdrücken muss. Probiert ihr einfach mal für euch aus, wie ihr das macht. Ob ihr es hinterher drauf klebt oder vorher. Ich glaube, da hat jeder sein eigenes. Also ich glaube, ich hätte den Farbkarton als erstes draufkleben sollen und dann die Deko ansonsten komplett fertig machen und die dann oben drauf geklebt. Aber das wird jetzt auch so funktionieren. Wir sind ja Profis. So, dann löse ich mir das einmal wieder ringsrum ab. Und dann klebe ich mir das, gucken wo, dass ich auch oben richtig auf der richtigen Seite liegen habe. Mit Tape drauf. Ich schaffe noch mal auf und drücke es noch mal fest und dann ist vom Magneten nichts mehr zu sehen und ihr könnt es einfach so schließen. So, das war es auch schon. Ich finde es in beiden Varianten ganz süß, wenn es denn jetzt hier noch richtig geschnitten gewesen wäre, dann muss ich mir noch irgendwas einfallen lassen. Ja, ich glaube, das gefällt mir noch besser hier. Das ist einfach besser positioniert, finde ich. Und ja, man lernt ja dazu. Gut, dann, wie gesagt, falls Fragen sind oder Anregungen, bitte meldet euch bei mir. Und wenn ihr einen Katalog braucht oder eine Celebration-Broschüre, meldet euch bitte auch bei mir. Die schicke ich euch dann sofort zu. Und dann sage ich euch bis zum nächsten Video und tschüss.